Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielleicht zu Beginn eine kurze Einschätzung auch noch mal zu den aktuellen Zahlen, der aktuellen Entwicklung. Wir haben jetzt gut 157.000 Infizierte in Deutschland, Infektionen gemeldet. Davon sind 120.000 gut schon wieder genesen. Das ist wichtig, weil damit die Zahl der akut Infizierten gut 37.000 sind. Seit dem 12.04. sinkt die Zahl der akut Infizierten, die absolute Zahl, Tag um Tag. Das drückt sich dann eben auch aus insgesamt im Infektionsgeschehen, dass aus der dynamischen Entwicklung, die wir Anfang Mitte März gesehen haben, eben nun seit einiger Zeit in einer linearen, mit insgesamt von mehreren Plateaus auch sinkenden Infektionszahlen ist. Was ich wichtig finde, auch für die weitere Arbeit, sind die regionalen Unterschiede, die wir sehen. Wir haben beispielsweise 9 Bundesländer mit weniger als 25 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Und wir haben gleichzeitig Landkreise, wo wir über 100 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen gesehen haben. Und das macht eben sehr, sehr deutlich, dass auch die Herausforderungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst und das Gesundheitswesen regional sehr, sehr unterschiedlich ist. Wenn Sie einen Landkreis haben, und davon gibt es etliche in Deutschland, wo es in den letzten 7 Tagen weniger als 5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gegeben hat, lässt sich natürlich unendlich viel besser auch und auch intensiver Kontaktnachverfolgung zum Beispiel betreiben und die Kontakte auch finden, als das eben bei größeren Infektionszahlen der Fall ist. Deswegen finde ich sehr, sehr wichtig, dass auch für die Zukunft wir noch stärker als bisher eben diese regionalen Entwicklungen nicht nur in den Blick nehmen, sondern dann auch gemeinsam mit den Ländern und Kommunen eben auch differenziert darauf reagieren können, um dann entsprechende Infektionsketten auch zu unterbrechen. Um das möglich zu machen und das zu unterstützen, hat das Bundeskabinett heute den Entwurf eines zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite beschlossen. Dieser Entwurf ist Spiegelbild auch der Komplexität dieser Pandemie. Sie ist weder einfach auch in ihrem ganzen Geschehen zu verstehen oder lässt sich auf, wie es sich hier manche wünschen, auf eine Zahl reduzieren, noch ist sie einfach zu bekämpfen. Und sie ist auch noch lange nicht vorbei. Deshalb müssen wir an ganz vielen Stellen parallel auf die Herausforderungen dieses Ausbruchs reagieren. Unsere Ziele sind dabei, das Pandemiegeschehen besser einschätzen zu können. Wir wollen besonders gefährdete Menschen vor einer Infektion schützen. Wir wollen die Abläufe im Gesundheitssystem für den Kampf gegen diese Epidemie verbessern und die Akteure in diesem System dabei unterstützen. Denn auf genau diejenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten und in der Pflege, kommt es an. Die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegekräfte, die Apothekerinnen und Apotheker und viele, viele weitere, die jeden Tag mithelfen in diesem wichtigen Kampf gegen dieses Virus. Lassen Sie mich einige Punkte aus dem Gesetzentwurf hervorheben. Erstens werden wir mehr Tests ermöglichen, um Infektionsketten früher zu erkennen und zu durchbrechen. Das gilt besonders für Pflegeheime. Es gibt viele traurige, teils sehr brutale, harte Beispiele, wo gleich mehrere Bewohner eines Heimes an dem Coronavirus gestorben sind. Und wir sehen eben, dass dieses Virus dort dann auch in der vollen Härte zuschlägt, dass insbesondere höchstbetagte ältere Menschen und Mitbürger, diejenigen, die auch oft Vorerkrankungen haben, besonders hart betroffen sind, wenn es zu einem solchen Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung kommt. Und deswegen wollen wir regelhafter ermöglichen, wie viele Bundesländer ja auch schon begonnen haben, in Pflegeeinrichtungen auch bei Symptomfreiheit zu einer Testung der Bewohnerinnen und Bewohner zu kommen. Wir ändern an mehreren Stellen die Vorgaben für Tests, um einen besseren Überblick über die Epidemie zu bekommen und führen etwa auch eine Meldepflicht für negative Testergebnisse ein. Wir werden zweitens diejenigen in der Altenpflege, die gerade in einer schwierigen Zeit Großes leisten, auch finanziell unterstützen und einen Bonus, eine Prämie zahlen. Diese Prämie ist gestaffelt und richtet sich an alle Beschäftigten in der Altenpflege, in der ambulanten wie der stationären. Bund und Sozialversicherung werden 2/3 der Kosten übernehmen. Das sind bei den Pflegefachkräften beispielsweise eben 1.000 Euro für diese Prämie. Und wir setzen darauf, dass auch die Länder und Arbeitgeber in der Pflege
diese Prämie ergänzen, bis hin zu der steuer- und abgabenfreien Höhe von 1.500 Euro, die ja der Finanzminister auch möglich gemacht hat für eine solche Prämie. Es haben schon eine ganze Reihe von Bundesländern auch angekündigt in den letzten Wochen, entsprechende landeseigene Förderungen, Prämien für Pflegekräfte auch aufzulegen. In Bayern läuft das Programm auch schon und so ergänzen sich hier die Regelungen, die wir in diesem Gesetz treffen, gut mit dem, was eben auch viele, viele Bundesländer bereits tun. Drittens verpassen wir dem öffentlichen Gesundheitsdienst ein Update. Die knapp 400 öffentlichen Gesundheitsdienste, die Gesundheitsämter vor Ort in den Landkreisen und den kreisfreien Städten sind der Dreh- und Angelpunkt in der Bekämpfung dieser Epidemie. Sie verfolgen die Kontakte nach. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, auch um Infektionsketten zu durchbrechen und fordern dann diese Kontaktpersonen auf, sich für 2 Wochen in häusliche Isolation zu begeben. Deswegen wollen wir den öffentlichen Gesundheitsdienst unterstützen durch ein Förderprogramm für jeden öffentlichen Gesundheitsdienst vor Ort für die technische Auf- und Ausrüstung mit einem Gesamtvolumen von bis zu 50 Millionen Euro. Viertens wollen wir für mehr Grippeimpfstoffe sorgen, auch in der nächsten Grippesaison. Es ist jetzt die Zeit, spätestens sogar jetzt die Zeit, die Grippeimpfstoffe für die nächste Grippesaison Herbst-Winter zu bestellen. Sie werden nämlich jetzt begonnen zu produzieren. Wir machen es möglich mit diesem Gesetz, dass die Ärztinnen und Ärzte in den Praxen eine deutlich höhere Zahl, bis zu 30% mehr an Impfstoffen auch bestellen, bevorraten können für ihre Arbeit, als sie im letzten Jahr bevorratet haben, ohne dass daraus irgendwelche Regresssorgen entstehen müssen. Allein dadurch gelingt es schon, die Zahl der möglichen Impfdosen im Land zu erhöhen. Das Paul-Ehrlich-Institut geht davon aus, dass wir aktuell 20 Millionen bestellte Impfdosen auf diesem Weg haben. Und wir werden zusätzlich erstmalig als Bund 4,5 Millionen Grippeimpfdosen auch bestellen, als Reserve für den Fall, dass das eintritt, was wir uns sehr wünschen, dass deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger sich dieses Mal auch gegen Grippe impfen lassen als beim letzten Mal, weil es eben für das Gesundheitswesen eine besonders große Herausforderung wäre, wenn gleichzeitig mit einer Grippewelle wir auch eine mögliche weitere Corona-Welle hätten. Es sind dieselben Symptome an vielen Stellen oder die gleichen an vielen Stellen, sind die gleichen Intensiv- und Beatmungskapazitäten im Zweifel gefragt. Und deswegen macht es eben Sinn, die Grippewelle noch mehr als in der Vergangenheit auch durch eine entsprechende Impfung auf ein Minimum zu reduzieren. Wir helfen fünftens Kleinunternehmer. Kleinselbstständige trifft diese Epidemie besonders hart. Manch einer ist von einem Tag auf den anderen vor die wirtschaftliche Existenzfrage gestellt. Viele können sich daher nicht einmal mehr ihre private Krankenversicherung leisten und müssen in den Basistarif wechseln. Und wir ermöglichen ihnen leichter, als es heute die gesetzliche Lage ist, für diese besondere Zeit eine leichtere Rückkehr in den Ursprungstarif ohne eine erneute Gesundheitsprüfung. Sechstens flexibilisieren wir einige berufsrechtliche Bestimmungen. Wir haben schon mit der Approbationsordnung für Ärztinnen und Ärzte etwa die Prüfungssituationen auch vereinfachen können und die Anrechnungszeiten so verändern können, dass sie eben auch in dieser besonderen Situation umsetzbar sind. Ähnliches wollen wir auch möglich machen, beispielsweise bei der Ausbildung von Ergotherapeuten in anderen Heilmittelberufen oder auch die Approbationsordnung für Zahnärzte, die neue, soll erstens später in Kraft treten und zweitens flexibler gestaltet werden. Siebtens helfen wir Pflegebedürftigen, die zu Hause versorgt werden. Den Entlastungsbetrag von 125 Euro machen wir auch für haushaltsnahe Dienstleistungen einsetzbar und damit deutlich flexibler einsetzbar, als das heute der Fall ist, um Unterstützung bekommen zu können. Und diese Leistungen können auch über einen längeren Zeitraum angespart werden und weiter dann eben auch genutzt werden, als nur in dem jeweiligen konkreten Monat. Und achtens, dieser letzte Punkt ist mir besonders wichtig. Wir sind auch solidarisch mit unseren europäischen Partnern und unseren Nachbarländern. Sie wissen, dass wir Patientinnen und Patienten aus Nachbarländern, aus europäischen Ländern hier in Deutschland aufgenommen haben, behandelt haben in der Intensiv- und Beatmungsmedizin. Und wir stellen durch eine gesetzliche Regelung klar, dass diese Kosten natürlich vom Bund übernommen werden. Wir wollen Corona-Infizierte künftig schneller finden, testen und versorgen. Nur so können wir Infektionsketten wirksam durchbrechen
und einen unkontrollierten Ausbruch der Epidemie hier in Deutschland verhindern. Dazu stärken wir den öffentlichen Gesundheitsdienst, ermöglichen mehr Tests in Pflegeheimen und erweitern die Meldepflichten. Dieses Update wird uns dabei helfen, unser Gesundheitswesen weiterhin auf einem guten Kurs bei der Bewältigung dieser Epidemie zu halten.